Der verborgene Weg wird jetzt immer mehr sichtbar. Dieser verborgene Weg liegt in jedem einzelnen Menschen. Und ich habe ihn mit Hilfe von Lyra, von den Lyranern, begehen dürfen. Und seitdem hat sich bei mir sehr viel geändert. Ich möchte dir die Gelegenheit geben, dass auch du deinen verborgenen Weg finden kannst. Denn es heißt, die Lyraner sagen, die Lichtarbeiter kommen immer mehr in ihre Kraft. Und wie das geht, das wirst du jetzt gleich in meinem Video erfahren. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Neriana Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind mit unseren Partnern in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten und wir sind eins der größten Online-Portale im Webinarbereich für Bewusstseinserweiterung. Und wenn du gerne immer die neuesten Botschaften erhalten möchtest, darfst du meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich danke dir jetzt schon dafür. Und jetzt kommen wir zu dieser äußerst wichtigen Botschaft von Lyra. Und ich möchte dir auch gerne Rodan vorstellen, die Schwester von Lyra, die kosmische Schwester, die es mir ermöglicht hat, diesen verborgenen Weg in mir selbst zu finden. Es geht darum, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, das, was in der Vergangenheit geschehen ist, für sich zu ändern, praktisch das Vergangene umzuschreiben und einen neuen Weg dadurch zu gehen, den neuen Weg, der sich zeigt jetzt im aktuellen Leben. Sie sagen, es ist wichtig, dass das, was war, verändert wird, wenn es uns belastet. Die Lyrianer sind sehr weise, sie haben sehr große Kenntnisse für die Geschichte in der ganzen Welt, wollte ich sagen, im ganzen Universum. Sie sind dafür prädestiniert, genau hinzusehen und die verborgenen Wege zu entdecken und uns zu zeigen, uns zu unterstützen und dadurch eine ganz große Heilung und den Frieden sogar im ganzen Universum zu ermöglichen. Ich werde dir jetzt gleich Rodan vorstellen und du wirst sofort spüren, wenn du sie siehst, was sie in sich trägt und wie sie uns helfen kann. Hier seht ihr also Rodan. Rodan, die Schwester von Lyra, die uns helfen wird, schlimme Dinge aus der Vergangenheit zu löschen und in eine neue Energie zu bringen. Sie wird dich auf den verborgenen Wegen zu dir selbst führen und dir dadurch die Möglichkeit einer ganz großen Heilung geben. Rodan ist sehr logisch. Sie hat ein logisches, großes Wissen und sie trägt auch dieses kosmische Wissen, was sie uns gerne überbringen möchte. Ich zeige es euch nochmal in einer größeren Gestalt. Hier seht ihr sie noch einmal, wie sie dir die Hand reicht und sagt, komm zu mir, ich werde dich begleiten. Ich werde dir helfen, ich bin für dich da. Und das ist natürlich wundervoll. Sie sagt, sie bringt unsere Emotionen auf die nächst höhere Stufe der Heilung. Denn wir sind so sehr über unsere Emotionen verletzbar, dass uns dies schwach macht. Ich schalte mal wieder um. Wir sind so sehr in unseren Emotionen verletzt oder wir sind sehr schwach in unseren Emotionen, wenn wir noch alte Verletzungen tragen. Und das wird sie uns ermöglichen zu heilen, in die Heilung zu gehen, indem sie uns auf den verborgenen Weg, der in jedem von uns liegt, führt und dort in die Geschehnisse der Vergangenheit eintaucht, um diese aufzulösen und praktisch umzuschreiben. Und das ist so ein wundervolles Geschenk, so etwas, was ich mit Freude euch überbringen darf. Seitdem ich es mit ihr gemacht habe, konnte ich einige Dinge lösen, die noch nicht gelöst waren und die mich auch schwach gemacht haben. Das ist bei mir alles weg und ich wünsche mir für euch, dass jetzt das auch bei euch geschehen kann. Und selbst habe ich diese Technik auch schon bei meiner letzten Kundin angewandt und sie war sowas von erfüllt nach dieser Heilsitzung. Es ist also eine ganz, ganz große Freude für mich gewesen und für sie auch. Wir haben danach richtig zusammen gelacht, vor Erleichterung gelacht. Und natürlich wird uns Rodan auch
eine Lyra-Schule, in der Lyra-Schule noch viele andere Techniken zeigen, wie wir das alles, was in uns verborgen ist, nach oben bringen, wie wir richtig gut in unsere Kraft kommen. Und ich soll es nochmal sagen, die Lichtarbeiter werden immer kräftiger und stärker. Der Weg ist vorbereitet. Lasst uns ihn gemeinsam gehen. Das sagt sie zu mir. Und das habe ich jetzt an euch weitergegeben. Ja, und jetzt wünsche ich euch gleich ganz viel Freude bei der Botschaft und bei der großen Auflösung von alten Verletzungen mit Rodan. Geliebte Menschen der Erde, ich begrüße euch voller Freude zu dieser Botschaft von Rodan und ich bitte jeden einzelnen von euch, das Licht der Energie und des Schutzes einzuatmen und euch in dieser Energie fallen zu lassen, euch hineinzubegeben und zu fühlen, wie ihr mit jedem Atemzug ruhiger und gelassener werdet, denn allein mit dem Wissen, dass Lyra heute bei uns ist, wird sich dein Körper entspannen und deine Seele ist jetzt auch bereit, diese Botschaft zu erhalten. Rodan, die Schwester von der Lyra spricht zu dir. Liebe Menschenkinder, ich begrüße euch und jeden Einzelnen mit dem Segen des Lichtes von der Lyra. Ich wurde auserwählt, heute zu dir zu sprechen. Wir Wesen von Lyra sehen, dass viele Menschen immer noch an den Folgen der Vergangenheit leiden. Wir sehen auch, dass die Menschen Schwierigkeiten haben, sich selbst zu verzeihen. Das ist verständlich angesichts des Ausmaßes dessen, was auf eurem Planeten geschehen ist. Es ist jedoch jetzt an der Zeit, weiterzugehen und eine neue Geschichte für euch zu erschaffen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun, und ich werde heute eine mit dir vollziehen. So lasst uns, wenn du bereit bist, jetzt beginnen. Atme zunächst einmal tief ein und entspanne dich. Schließe deine Augen und stelle dir vor, dass du an einem sicheren Ort bist. Das kann jeder Ort sein, an dem du dich glücklich und entspannt fühlst. Aktiviere die goldene Sonne in deinem Herzen und lass dich von deiner Liebe tragen. Dehne dich so weit aus, wie es dir möglich ist und vertraue darauf, dass alles, was jetzt gleich geschieht, gut und richtig ist. Vor dir erkennst du eine Türe, welche dich in deine Vergangenheit führen wird. Öffne diese Türe und gehe die Stufen der Treppen hinab, die sich dir gleich zeigt. Während du hinabsteigst, bemerkst du, dass die Luft schwerer und dunkler wird? Das liegt daran, dass du in deiner Zeit zurückgehst an einen Ort, an dem es Schmerz gab. Du gehst zu diesem Schmerz, den es immer noch in deinem aktuellen Leben gibt. Und den wir heute zusammen lösen können. Wenn du am Ende der Treppe angekommen bist, siehst du einen Raum mit einem Fenster. In diesem Raum
erlebst du ein verletzendes Ereignis aus deiner Vergangenheit noch einmal. Sieh zu, wie das Ereignis sich vor deinen Augen noch einmal abspielt. Doch etwas ist anders, denn du befindest dich jetzt in einer neutralen Energie und beobachtest nur, was damals geschah. Du empfindest den Schmerz und die Verletzung von damals nicht mehr so intensiv. Und es fällt dir leichter, noch einmal alles zu erleben. Vergib nun denjenigen, die dich verletzt haben, und vergib dir selbst für alle Fehler, die du gemacht hast. Auf diese Weise kannst du den Schmerz endgültig loslassen. Sprich die Worte mit deiner inneren Stimme. Ich vergebe mir aus tiefstem Herzen für alle Verletzungen, die ich anderen damals zugefügt habe. Und ich vergebe auch allen anderen, die mich damals wissentlich oder unwissentlich verletzt haben. Nun nimm dir ein wenig Zeit, damit sich die Energien ihren Weg zur Heilung suchen können. Und sobald du fühlst, dass die Situation sich leichter anfühlt, gib neue Bilder in diese Situation hinein. Sieh dich als die starke Person, die du heute bist. Gehe ganz anders mit der Situation um. Sieh dich selbst als erfolgreich, glücklich und in Frieden. Schmücke diese Situation so aus, dass du damit zufrieden bist. Lass Fülle und Lebensfreude auf allen Ebenen hineinfließen. Und sei dankbar für diese positive Veränderungen. Rodan wird jetzt diese neuen Ereignisse, die neue Situation in deiner Vergangenheit verankern. Ich werde das alte verletzende Ereignis mit den Bildern überschreiben, die du gerade erschaffen hast und dadurch eine neue Realität für dich erschaffen. Nimm dir ein wenig Zeit, um zu fühlen, wie groß diese wundervolle Heilung jetzt ist.
Und so ist es geschehen. Ich habe alles Positive für dich verankert. Diese Verletzung wurde geheilt. Und du bist nun bereit, die Treppe wieder hinauf in das Licht zu gehen. Dabei spürst du, wie die Luft mit jedem Schritt heller und heller wird und wie es dir immer leichter wird. Oben angekommen, öffnest du die Türe und trittst in deine neue Realität hinaus. Denn dein aktuelles Leben, es wurde umgeschrieben. Die Energien der Vergebung und der Heilung begleiten dich ab sofort. Und so atme tief ein und aus und sieh dich um. Spüre, wie viel leichter du jetzt bist und wie frei du dich anfühlst. Alles, was dich vorher belastet hat, ist weg. Du bist jetzt frei, dein Leben so zu leben, wie du es möchtest. Sei dankbar für diesen Neubeginn und komme langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück. Rodan verabschiedet sich von dir voller Liebe. Und du bewegst Hände und Füße und bist gleich wieder in deiner eigenen Dimension. Ich danke dir sehr, dass du dabei warst und diese große Heilung sich vollziehen durfte. Ihr Lieben, das war Rodan, das war die Energie von Rodan, die Energie von Lyra. Und du spürst schon, was alles möglich ist, wenn wir uns auf die Reise begeben und uns von Rodan begleiten lassen dürfen. Eine wunderbare Schulung, eine wunderbare Auflösung all dieser negativen Energien durfte geschehen. Dein Leben wurde neu geschrieben in dieser einen Position. Ich freue mich schon sehr auf die Lyra-Schule und wer sich dafür interessiert, darf gerne nochmal unten auf den Link schauen und dort nachlesen, was alles geschieht. Ich umarme euch alle voller Liebe und freue mich mit einem Kuss auf das nächste Video mit euch zusammen, wenn ihr mögt. Alles Liebe!